Good morning in the morning. Wir sind erwacht und starten den Tag. Hast du noch was dazu zu sagen? Welcome in dem Tag mit uns. Wir haben oft einen Pool an den Häusern. Die Unterkunft war vergeben. Wir haben jetzt einfach die kleinere Schwester quasi von der Unterkunft, die wirklich super ist und auch super reich, aber sie hat keinen Pool. Till hat aber das Gefühl, weil er ja schon mal in diesem Pool war, darf er ja quasi auch in den Pool wieder reingehen. Wir sind da ein bisschen anderer Meinung. Und auf jeden Fall, immer wenn die Nachbarn nicht da sind, schwimmt Till ein paar Runden im Pool. Ich weiß nicht, wie also die Situation ist, wenn die nach Hause kommen und du sitzt und so, liegst jetzt in deinem Pool. Dann würde ich sie einladen, dann können sie mit in meinen Pool kommen. Weil ich denke nämlich, wenn wir das Haus hätten, würde ich auch jedem Nachbarn sagen, hey, geh doch in den Pool. Du hast Seitan gekauft? Ja, lecker. Den können wir vielleicht in die Tomatensauce mit reinmachen. Man könnte eigentlich hier eine perfekte Kochshow drehen. Würdest du ein oberkörperfreier Koch sein? Nicht eine gute Idee. Till schaut sich gerade zum ersten Mal unser Fotobuch komplett von Anfang bis Ende an. Und wir sind ganz verliebt, weil es halt irgendwie unsere Geschichte ist und so viel verbindet. Es sind ganz viele Motive drin, die wir einfach noch nicht veröffentlicht haben oder die wir vielleicht einfach gar nicht veröffentlichen werden, außer jetzt in diesem Buch. Genau, also es bedeutet uns einfach super, super viel, weil es wie eine kleine Zeitreise ist. Ich habe immer noch Salz im Auge. Oh. Lena hat Fotos von der Piste geschickt. Autoren mit im Josef Atelier Hoodie. Ist dem nicht kalt? Also der Hoodie ist ja warm, aber ich meine Skifahren im Hoodie? Da einige sich von euch gewünscht hatten, dass ich sie mal mitnehme auf so einen Motivprozess. Was ich dazu vorher sagen muss, ist ganz wichtig. Ich selber habe nichts in die Richtung studiert oder eine Ausbildung gemacht, sondern ich mache das immer ganz so nach Gefühl. Beste Tipp, den man da geben kann, einfach ist, dass man es machen sollte. Also jeden Tag zeichnen, malen, probieren mit den Sachen. Ich fange jetzt an, auf dem Papier zu zeichnen oder ich habe eine Idee. Jetzt nehme ich euch bei einem ganz spezifischen Motiv mit, worüber ich heute Nacht nachgedacht habe. Und zwar würde ich gerne eine Kaffeekanne machen. Filterkaffee, weil ich es hier auf Fuerteventura immer trinke. Entweder Filter- oder Krümelkaffee. Und dadurch ist es was, was mich hier einfach beschäftigt. Und dieser Kaffee hat immer eine Kaffeetasse in der Hand und trinkt sich quasi selber. Und es ist entweder so ein bisschen gemeint wie sei deine eigene Addiction. Oder es ist entweder so gemeint von wegen, man verpennt immer sich selbst und manchmal ist man irgendwie hinterher. Also, wir haben jetzt hier den Charakter. Jetzt habe ich angefangen, dass ich auf Procreate ein Foto davon zu machen. Und manchmal mache ich es dann nochmal freihand neu, wenn ich merke, dass mir die Proportionen nicht gefallen. Aber an sich war ich sehr zufrieden damit. So sieht es dann aus. Und das heißt, ich habe quasi hier mit angefangen. So. Dann habe ich die Proportion genommen und mir ein Gesicht reingezeichnet. Und dann habe ich es hier eigentlich so ein bisschen weiter ausgearbeitet. So ungefähr ist der Prozess. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber das war schon die ganze Zauberei dahinter. Till, bist du zufrieden? Mhm. Wenn ihr so reagiert wie Till, dann wäre ich sauer. Nebenbei trinke ich meinen super lösbaren Kaffee, den ich immer auf Fuerteventura trinke. Und damit mache ich jetzt mal weiter. Das heißt Kaffee. Das heißt Kaffee. Kaffee ist viel cooler. Ich schneide jetzt ein bisschen Content gerade, was wir gedreht haben, welchen wir gedreht haben. Was wir hier direkt machen und direkt verarbeiten können, laden wir es eigentlich schon direkt hoch, damit unser Content auch wirklich komplett dem entspricht, auf was wir machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt super lange vorplant, sondern wir wollen euch ja total mitnehmen auf unserem Prozess oder in unserem mit. Ich habe so Wortfindungsschwierigkeiten heute, dass ich nicht mehr das sagen kann. Und dann haben wir es gestern aufgenommen und dann können wir es direkt eigentlich, oder wollen wir es dann direkt hochladen. Einfach damit es so echt wie möglich bei uns bleibt. Und dann setze ich mich jetzt mal ran und schneide ein bisschen die Videos. Kann 5 Minuten bis eine Stunde dauern, je nachdem, was wir genau machen wollen oder wie aufwendig das wird. Wir hören die Mädels heute nochmal. Ich rufe gleich mal Lea an. Ich frage dich jetzt, welches Motiv von den beiden, die ich in die Gruppe geschickt habe, würdest du wählen? Ich finde beide so geil. Vor allen Dingen, weil es unser All-Time-Favorite wiederbringt. Ich glaube, ich finde das zweite und Ticken stronger mit dem Wording. Sehr gut. Ich glaube nämlich, Lena wird sich genauso entscheiden. Und ich glaube, Tills Favorite ist es auch und meine auch. Obwohl ich das erste auch sehr, sehr entspannt finde. Entspannt. Ich glaube, dann lassen wir das auf jeden Fall. Dann ist es schon mal safe. Dann nehmen wir das auf jeden Fall schon mal. Ich habe Kisten gestern aufgeräumt. Du hast eine ganze Kiste nur mit Hosen. Ist dir das überhaupt bewusst? Ja, weil man Hosen im Leben braucht. Willst du ohne Hose rausgehen? Und Till hat das, was du an Hosen hast,
fünffache an T-Shirts. Aber wir müssen ja sowieso nur analog fotografieren. Genau, dann gibt es noch das hier. Das mag ich mehr mit der Hohlkehle. Das ist ganz cool. Das Studio da, glaube ich. Gut, ne? Die Frage ist, ob wir wirklich so ein großes Studio brauchen, wenn es jetzt wirklich um ganz cleane Bilder geht. Aber kommen wir zum Paradise Beach fahren? Nö, nee, egal. Ist es eigentlich immer so, um herkuschiert zu werden von einer persönlichen Fahrerin? Normal halt, ne? Du bist frech. Komm, erzähl mir jetzt. Ich hab einen für dich. Scheiße, dass du mir das erzählen. Was sind Influencer, wenn sie krank sind? Nee, wenn sie pleite sind. Insolvenz. Insolvenz. Und ich würde mir selber die Copyrights zuschreiben, weil ich glaube, ich habe den erfunden. Ich habe den noch nie irgendwo gesehen und ich habe ihn aus einer Not heraus erfunden. Also der Witz gehört mir, Leute. Könnt ihr gerne weiter verbreiten und müsst dann immer sagen, der ist aber von Till. Essentials, die man zum Strand mitnimmt. 3 Stück, ganz schnell. Basecap, trinken, Buch. Und du? Ballschnorchelbrille. Stimmt, das verschreibt unsere Charaktere am Strand, aber eigentlich ganz gut. Grüne Flagge, Till. Was heißt das für dich? Feuerfrei. Till ist immer ganz sehr traurig, wenn eine rote Flagge ist. Wasser kann beschwommen werden. Weil, also man kann, glaube ich, bei einer roten Flagge an sich rein, aber ich glaube, man sollte es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob Till die ganze Zeit überlegt, ob er springt oder was er genau da macht, aber manchmal verschwindet er einfach und steht dann eine Stunde so da. Und er ist danach immer sehr entspannt. Wir haben uns mit Marie und Edo verabredet an ihrem Lieblingsspot. Und das ist wirklich ein Lieblingsspot. 4! Wie ihr sehen könnt, Josi ist in Begleitung einer silbernen Schönheit. Und ja, wir waren gerade mit den Rädern unterwegs. Wir sind jetzt hier kurz vom Magic Mountain. Und der junge Mann ist einfach nur abgefahren, was der hier heute abliefert. Und du auch, weil du einfach toll bist. Es war ein ganz, ganz wundervoller Tag. Wir werden hoffentlich noch besser da drin im ganzen Vloggen und so und stuff. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass es euch gibt, dass ihr dabei seid, dass ihr zuguckt und wünschen euch einen ganz wundervollen Tag.